liebes Publikum, ich begrüße euch alle hier zum heutigen Skispringen auf dem kleinen Anger. Ich wünsche euch viel Spaß, den Sportlern ein Pferd und vor allem einen unfallfreien Wettkampf. Mein Name ist Amel Karl Franz Göbel. Ich habe 50 Jahre hier in Lübeck gewohnt und 20.000 Paar Skier hergestellt. Die Produktion ist sehr gut hier gelaufen. Die Bevölkerung hat gut mitgearbeitet. Den Lutheranern ein ganz großes Dankeschön. Auf Skiern steht, springst ohne Mütze, aber mit Handschuhen, anders wie Suppe. Dein dritter Durchgang, bist du bereit? Er ist bereit. Philipp? Jawohl. Und Maxi, du kannst. Aufpassen da hinten. Und da kommt. Sehr gut gestanden. Antwortung, er kommt schon. Frank Dietrich wird da. Sicher gestanden, auch richtig. Benno sitzt schon oben, gesamt aus zwei Sprüngen, 16 Meter. Benno Kaspari, 51 Jahre, ältester Springer aus Leinefelde. Und er kommt. Sehr gut, gestanden. 10 Meter. Da ist, glaube ich, eine Steigerung da. Genau. Und er kommt. Sehr gut. 10-1 gestanden, obwohl es sehr knapp war. Aber wir 10-1 gestanden. 10 Meter. Steigerung gegenüber den anderen beiden. 8,5 und 8. Gesamt 26,5. So, jetzt kommt Benedikt Brotmann, unser Jüngster, mit 20 Metern gesamt nach zwei Sprüngen. Bist du bereit? Sehr gut. Hier unten ist auch alles gut. Da hinten, das sind Springer, die wissen, wie sie weggehen müssen. Du kannst. Und er kommt. Sehr gut. Ich habe gesehen, es war vor der roten Linie.
Wir ziehen 2 Meter ab. Elfenheit, wie eben. Nee, Elfenheit, wir müssen abziehen. Ronny sagt mir die originale Zahl. Elfenheit minus 2, 9,5. Demzufolge 29,5 aus 3 Sprüngen. So, jetzt geht's schon langsam in die ernste Phase um die ersten 3. Stefan Lersch, Bruno Rode, bereit? Jawohl! Jürgen Sauer, alles gut! Und der kommt! Lasse, wieder ganz wieder gestanden. Platte 10 Meter, demzufolge 30,5 Meter für Stefan. So, Paul hat sich eingefunden am Schanzentisch. Nee, stimmt nicht. Am Balken. Paul, bist du bereit? Wie gesagt, wenn du um den Sieg mitspringen willst, musst du nochmal richtig eingucken lassen. Aber denk auch dran, die Sicherheit geht auch vor. Ich stelle mich mal bei 14 Metern hin, dass du mal eine grobe Richtlinie hast. Und? Jürgen, ist alles gut. Paul, du kannst. Jawohl, und er kommt. Sehr gut. Oh. Das war knapp mit der Kamera, aber sie steht noch. 11 Meter hinter der Startlinie gefallen. Das heißt 31,5. Und jetzt kommt Gerd Dietrich. Und 3, und 2, und 1, und er kommt. Jetzt kommt die Balle. Das ist der Sieg! Das ist der Sieg, 13 Meter definitiv hinter der Stopplinie gefallen, auch nicht in Schnee gefallen. Das heißt 37,5 Meter in der Gesamtpunktzahl für Gerd Dietrich und der Sieg bleibt das erste Mal im Luttertal. Dankeschön! Glückwunsch von unserer Seite her. Dankeschön. Wie lange hast du geübt? 3 Tage. 3 Minuten. Gut. Das ist gewesen. Sieg geholt. Hast du draußen eingepackt. Machen wir rein. Skispringen Luther war letztens eine super Schlagzeile, auch mit denen ich gesprochen habe. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Skispringen geht, dann geht mal auf Google, fragt mal Herrn Google nach Skispringen Luther. Und meist kam dann irgendeine verrückte SMS zurück, das war nicht in Luther, das seid ihr gar nicht und so weiter. Aber sind wir, stimmt das? Yeah! Gut, also ihr werdet es dann unter YouTube finden. Wie gesagt, wir fangen jetzt an mit der Siegerehrung. Wir hatten 8 Springer. Den 3. Platz hat Stefan Lersch belegt. Ich glaube, er ist nicht mehr da. Ist weg. Der musste zum Kaffee trinken um 17 Uhr in Heiligstadt sein. Deswegen ist er los. Also 3. Platz, Stefan Lersch, Bodenrode. 2. Platz, der Vorjahressieger, davor der Sieger und davor der Sieger und davor der Sieger. Das heißt, solange wie es Skispringen in Luther gibt und ich selber als Weidenmesser, dies Jahr als Moderator dabei bin, hat Paul immer gewonnen. Dies Jahr muss ich ehrlich sagen, hat ihn Gerd zu 100% Parole geboten, hat sage und schreibe 6 Meter mehr gesprungen wie er, aber trotzdem erstmal zu Paul, 2. Platz, Paul Hesseberg, Leinefelde, 31,5 Meter. Und der Überspringer des diesjährigen Skispringen, er war auf jeder Zeitungsannonce dieses Jahr zu sehen. Ich war das ganze Wochenende im Harz, habe per WhatsApp die Thüringer Allgemeine zugeschickt bekommen. Ich habe nur eine Person gesehen und ich denke mal, er hat es von vornherein gesagt, wenn ich vorher in der Zeitung bin, dann will ich es hinterher auch sein. Demzufolge mit sage und schreibe 37,5 Meter und einmal 13, noch einmal 13. Und einmal 12,5, wo er leichte Schnee gefasst hat, das heißt dreimal die Festweite, dass er insgesamt auf 37,5 Meter gekommen ist. Nur 1 Meter mit verkürztem Anlauf,
vor dem Schanzenrekord gelandet ist, muss man ganz einfach sagen, heute definitiv mit Abstand der verdiente Sieger. Alles Gute, Gerd. Und ich muss dazu sagen, seit langem mal der Pokal im Luckertal. Bravo. Dankeschön, bis 2016.